Fabian, wir sind hier in Gmunden. Darauf, warum wir hier sind oder Sie hier sind, da werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Aber ich will auch heute nicht über Bernhards Bedeutung in der Weltliteratur mit Ihnen reden. Das ist Ihre Sache. Sondern will über Sie reden und anfangen mit einer Frage, die Sie vielleicht nicht so gern hören, aber trotzdem, Ihr richtiger Name ist Peter Johannes Fabian. Nicht einmal stimmt das, sondern es ist der Hans-Peter Fabian. Aha. Ich musste alle eine Reihe von Dokumenten ändern lassen, weil man draufgekommen ist. Der Johannes steht im Taufschein, aber ja. Im Geburtsschein steht nur der Hans-Peter. Aber gelten tut natürlich der Geburtsschein für die Behörde und nicht der Taufschein. Also der Hans-Peter Fabian. Dann ist meine Pointe schon wieder weg, weil Sie können sich leicht vorstellen, dass Johannes, ich mir dachte, ah, das ist natürlich der Großvater. Trotzdem will ich mir die Pointe natürlich nicht entgehen lassen. Wie war Ihr Verhältnis zu Johannes Freumbichler? Weil Sie wissen, Bernhard hat ja einen großen Übergroßvater aus ihm gemacht. Sie sind nun 7 Jahre, wenn ich recht gezählt habe, 7 Jahre jünger, hat natürlich eher weniger mit dem Großvater zu tun, oder? Sehe ich das verkehrt? Stimmt, wir waren, die Schwester 2 Jahre jünger, wir waren Kinder und der Großvater hat sich um den Enkelsohn, wo er gespürt hat, der braucht einen Vaterersatz, gekümmert. Also es war sein geliebter Enkelsohn, der Thomas. Und wir waren halt so liebe Wesen, die er mal gestreichelt hat. Aber für uns war er eine Größe in der Familie, das haben wir sogar als Kinder schon gespürt, der Patriarch, der man nicht näher kommen konnte, außer man hat sich halt irgendwie verulgt. Ja, auf der anderen Seite hat der Großvater auch durchaus als Diktator gewirkt, nicht nur als Patriarch, sondern hat bestimmt, wenn man Bernhard glauben darf, wo es lang geht, was man absolut machen kann. Ja, absolut, ja. Er war ja, wenn man die ganze Familie Revue passieren lässt, waren das ja alles, pardon, auch auf Bernhard bezogen, geniale Dilettanten. Der Großvater, auch Bernhard, hat ja, wie wir wissen, schulisch nicht hingebracht. Sie aber haben als Erster einen akademischen Grad erworben. Wie ist das zustande gekommen? Der Thomas hat weder eine komplette Volksschulausbildung, noch eine Hauptschul-, noch eine Gymnasiumausbildung. Also akademisch war bei ihm gar nichts. Und bei mir war dann vorgezeichnet halt frühen Empfehlungen, ich sollte Uhrmacher werden, nicht? Mit meinem ruhigen Temperament, aha, mit dem ungarischen Seite, nicht? Das ist ja ganz neu, ja. Kanonischen Blut. Und da habe ich mich selber geweigert und dann kam eben das Gymnasium und da war mir auch die längste Zeit überhaupt nicht klar, was ich werden sollte. Nur gegen Ende des Gymnasiums wurde das war eigentlich erstaunlich, ein Psychiater geholt und der hat die ganze Schulklasse einzeln kommen lassen. Wo war der? In Salzburg? In Salzburg, ja. Das war im Jahr 57 und hat dann jedem noch nach einem kurzen Gespräch gesagt, empfohlen, in welche Richtung er sich bewegen soll, was Studium betrifft. Und dieser Mann hat damals zu mir tatsächlich gesagt, werden Sie Internist, nicht? Ich wusste sicher damals nicht, was das eigentlich ist, nicht? Und es hat sich dann tatsächlich so über viele Umwege ergeben, dass ich diese Fachausbildung zum Internisten dann tatsächlich gemacht habe und dann halt ein Vierteljahrhundert dann hier diese Praxis geführt habe, ja, in Gmunden. Man würde es mir übel nehmen, wenn ich jetzt die Frage nicht stellen würde. Verzeihen Sie mir, Sie waren, so behaupten zumindest die Germanisten, die Salzburger Fraktion oder Minderheitenfraktion, Sie waren als Famulus in Schwarzach-Sanfeit. Ja. Und Ihr Bruder hat Sie da besucht und angeblich hat, behauptet er, oder
sie hätten ihm da die scheuersten Geschichten erzählt und deshalb hätte er einen Teil des Frost-Manuskripts geschrieben. Stimmt das? Ist das wirklich so? Aus meiner Sicht stimmt es so. Wenn man den Bruder dann hört, dann sagt er, das hat miteinander überhaupt nichts zu tun und so. Nicht? Das ist halt eine andere Blickwinkel auf das Ganze. Aber ich war damals in Schwarzach, St. Veit, in Schwarzach konkret, ja. Jeweils immer für einen Monat. Ich habe das mehrere Jahre praktizieren können. Als Formulant, das war doch anstrengend, war vor allem, dass das stundenlange stehen müssen bei dieser Sache. Ne? Ja. Aber die psychische Geschichte, nicht so etwas mitzuerleben, man war ja schon reichlich desillusioniert durch die berühmten Sezierkurse und so, nicht? Aber das war schon auch sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man ein Augenmensch ist, fast ein sehr positives Erlebnis, dass man eben auch sieht, diese lebendigen Organe in ihrer Farbigkeit. Und also das hat mich also doch etwas, doch auch sehr beeindruckt. Haben Sie, ich rede jetzt über Ignorant und der Wahnsinnige, da gibt es auch, sagt man zumindest, kann man relativ gut nachweisen, gibt es Mitschriften von Ihnen, die mehr oder weniger ungefiltert eingegangen sind in das Theaterstück? Das waren die sogenannten Skripten, die man beim Studium der Pathologie in der Hand hatte, nicht? Und ein solches Skriptum habe ich dann einmal, nachdem ich den Bruder eingeladen habe, in eine Pathologievorlesung mitzugehen, ja. Nicht? Und das hat er tatsächlich miterlebt. Und der Pathologe hat dort eine Leiche seziert. Nicht? Und das sehr, sehr, sehr feierlich gestaltet mit weißen Handschuhen und aufgestellten Kragen, weißen Mantel. Und der Mann war sehr eindrucksvoll für uns Studenten. Und er hat das dort zelebriert. Und der Bruder saß neben mir. Nicht? Und nachher sagte ich zu ihm, also gehen wir vielleicht jetzt in die Mensa essen. Und da hat er darauf sehr schnell gesagt, nein, danke. Also ihm war der Appetit vergangen. Aber er hat mir dann gesagt, gib mir dieses Skriptum. Und er hat dieses Skriptum dann also als Basis für diesen Ignorant, der Wahnsinnige verwendet. Das hat er ja selber gesagt. Er hat das dann in seine Sprache übersetzt, eingebracht, aber wortwörtlich das meiste daraus, wenn es um den Verrückten gegangen ist, den Arzt, ja. Nicht dann da übernommen. Da hat er keine Hemmung gehabt, das hat ihm einen Spaß gemacht. Thomas Bern hatte ja zuerst hier in der Gegend den Hof in Ohlsdorf und dann hat er 75 hier auch noch eine Wohnung bezogen. Ist das richtig? Ja, sicher. Ja. Noch im Rohbau, wie ich hergekommen bin, war bereits in dem Nebenbau hier, waren bereits zwei Wohnungen von ihm gekauft worden, nicht eine 70 Quadratmeter und eine etwa 30 ganz kleine. Da muss er eigentlich immer schon gedacht haben, sollte ich einmal jemanden zur, nicht unbedingt Pflege, aber zu meiner Betreuung brauchen, dann kann der oder diejenige in meiner Nähe wohnen. Und da habe ich dann schon eine kleine Wohnung für diese ja. Person. Dabei hat er darauf Wert gelegt, dass eine Wohnung dazwischen war. Also ein Abstand war doch wichtig. Und wie sich dann ergeben hat, habe ich ihn dann gebeten, ob ich nicht diese kleine Wohnung nehmen kann. Und so war es dann. Ich habe ihm die abgekauft und bin dann, weil die Wohnung mir dann zu klein wurde mit diesen vielen Zeitschriften und Büchern, mit dieser Belastung, dann das Glück gehabt, muss ich sagen, im Nebenbau hier eine noch freie Wohnung mit einer zweiten dazu zu erwerben und die beiden zusammenzulegen. Und hier bin ich halt mit meiner Annie jetzt seitdem zu Hause. Aber wenn ich das mir überlege, was Sie sagen, dann müsste man doch zum Schluss kommen, Thomas Bernhard hat überhaupt, ich übertreibe natürlich, das sind Sie von mir gewohnt, Thomas Bern hat überhaupt nur geschrieben, weil er Erfolg bzw. Geld brauchte, um seine diversen Häuser zu finanzieren oder auszugestalten. Wenn das im Umkehrschluss würde das heißen,
er hat eigentlich überhaupt nicht gern geschrieben, sondern nur, wenn er gar nicht mehr konnte. Dann hat sich kurz hingesetzt und runtergeschrieben und dann war vorbei. Oder ist sehr überinterpretiert. Er hat gesagt, ich habe mich in die Kunst geflüchtet, in seinem Fall dann nicht in das Singen, auch nicht in was Literatur betrifft, das die Lyrik, nicht, sondern letztlich dann in das Schreiben, in die Prosa. Und das war sein Lebensinhalt. Er hat gewusst, wenn ich nicht mehr schreiben kann, gehe ich ein. Das hat er auch in den letzten Jahren einmal, wo er gemeint hat, jetzt schreibe ich nichts mehr, einmal gesagt, ich kann nicht aufhören. Er musste dann auch sich ein letztes Mal aufraffen, aufbäumen mit diesem Heldenplatz, dass er dann wohl im Jahr 87 geschrieben hat, im November 88 dann in Wien diesen Skandal ausgelöst hat, nicht? Und wenige Monate später war er nicht mehr da. Aber das war schon, das war mehrfach. Er musste diese Schreibhemmung, die er immer wieder auch empfunden hat, die er auch beschreibt in Romanen wie in Beton, nicht? Die musste er durchbrechen, indem er sich unter Druck gesetzt hat. Er musste wieder Geld herbringen. Und nicht, weil nicht, dass der Beginn von einer neuen Schreibarbeit, das war für ihn immer das Schwierigste. Nicht? Wann fange ich an? Wo fange ich an? Wo ist der Ort, wo ich mich dazu, der mich nicht stört, wo alles irgendwie rundherum passt, wo ich dann wieder. Und das war ja für ihn wie ein Prozess in Trance, wo er dann pausenlos geschrieben hat, nicht bei Frost. Bei Frost, das hat viele Entwicklungen gehabt, auch viele Orte, wo er dran geschrieben hat. Aber später dann habe ich das doch immer so erlebt, ja, dass er das dann durch, muss man sagen, also in einem besonderen geistigen und Zustand, also durchgehalten hat, das zu schreiben. Und dann hat er es weggeschickt und dann haben sie das in die Hand bekommen. Und für uns war er dann, wenn er wieder aufgetaucht ist, nach zwei Wochen, war er dann plötzlich wie ein verwandelter Mensch, der liebenswürdigste Mensch und äußerst zugänglich und aber das war dann eben ein Zustand, der hat etwa vielleicht zwei Wochen angehalten, nicht? Dann wurde er wieder ziemlich kritisch und launisch und unleidlich. Dann wussten wir, jetzt ist es wieder, nicht? Jetzt ist ja, er wieder er selber. Wenn er das Stück Prosa oder Theater abgeliefert hat, dann ging es ja weiter. Für mich nicht nur das Korrigieren. Ja, natürlich. Theaterstücken war ja in der Endphase von einer Perfektion, die ist fast nicht zu glauben. Da war fast nichts zu machen. Aber wir haben montags redigiert, zurückgeflogen und am Dienstag hat er mich angerufen, wann ist denn das Buch fertig? Also er wollte auf der Stelle, dass so schnell wie möglich das Buch erscheint. Bei einem hat er sich allerdings viel Zeit gelassen, musste er wohl, das war da sein Haupt, würde man sagen, die Auslöschung. Ja. Die spielt ja erstaunlicherweise vordergründig in Sichtweite Wolfsegg, des zweiten Hauses in Ottenang, also in Wolfsegg. Ich Thomas Perret war schon in den 70er Jahren hier unterwegs. Er war hier völlig in der geschützt in der Einsamkeit. Also hier fand ihn fast niemand. Es gab damals kein Handy. Er hat das Telefon hat er verweigert, dass eines eingeleitet wird. Und hat aber da einige Theaterstücke geschrieben. Wie mir gesagt wurde, von Heldenplatz weiß ich es sicher, aber angeblich auch die Jagdgesellschaft. Und das habe ich einmal wo gelesen, sogar ein drittes Stück soll er hier geschrieben haben. Ne? Auslöschung im Jahr 83. 70 war der Italiener, dieser Film, drüben im Schloss. 72 dann dieses Haus gekauft worden. Diese Räume wurden immer dann von Robert Bernhard, Sie sehen ihn dort sitzen, auf diesem etwas unscharfen Foto. Das war sein letzter Besuch hier im Haus. Wurde dann, das sind schon mal die letzten Originalmöbel, die erinnern waren, zu so einem Jägerstüberl gemacht. Warum? Ich weiß es nicht, aber das hat damals war halt offenbar
der Meinung, dass das passt hierher und hat das von diesen diversen Märkten hergebracht. Auch diesen Christus, für ihn etwas eigenartig, wo wir immer der Meinung waren, der war von den Vorbesitzern, das stimmt nicht, das muss er auch auf einen Flohmarkt oder mitgenommen haben. Und so ist das alles also höchst einfach eingerichtet, wobei einen gewissen Stil hat er immer beachtet. Sie werden dann sehen, oben ist das noch deutlicher. Und hier ist dieser Raum, der eigentlich ein Gästezimmer sein sollte, mit diesem simplen Schiffboden. Und in dem hat er selber dann geschrieben, das war sein Schreibplatz da vorne. Und jetzt, Sie sehen da hier diesen simplen Waschplatz und ein Schreibplatz und ein Bett und ein Kasten. Also einfacher geht's nicht. Dabei hat er nicht auf der Maschine geschrieben, er hat so Altmaschinen immer wieder sich von so Maschinenhändlern, die das dann billig angeboten haben, weil halt einfach die Zeit vorbei war, erworben, weil er ja selber so eine ähnliche Maschine, eine Smith, also vom Großvater geerbt hat und am Anfang auch drauf geschrieben hat. Es ist unten ein Badezimmer, nicht, was es in der Zeit vor Bernhard nicht gab. Nicht. Da gab es ein Plumpsklo beim Schweinestall draußen, nicht, aber kein Badezimmer. Er hat unten einen Wohnraum in ein Badezimmer umgewandelt und dafür hat er hier in den Heuboden herein ein Zimmer gebaut. Nicht. Es gab hier eine Antenne unter dem Dachboden, nicht. Also der Fernseher war hier schon. Das hat er sich doch immer, wenn man schon so allein ist, die Nachrichten angesehen oder mal ein Theaterstück oder was immer. Nicht. Er hat gern Karten gespielt, nicht? Also, und dieser Tisch ist ja ein Spieltisch. Nicht. Solche Möbel aus früherer Zeit, nicht, hat er irgendwie gerettet. Das hat nicht. Also, oder hier sehen Sie, da haben wir auch nichts geändert, also dass da Ibsen liegt und da so eine Schreibkarte, wie man früher mal geschrieben hat, nicht, mit der berühmten Feder, mit den Tintenfässern. Das hat ihm einfach einen Spaß gemacht, aus Erinnerung an Zeiten, wie halt alles so langsam kam. Ganz konfliktfrei war, so hat mir jemand erzählt, war ihr Zusammensein hier in Gmunden ja nicht. Es gibt die, korrigieren Sie mich, gibt die Legende, oder vielleicht haben Sie mir erzählt oder jemand anders, dass Sie beide an der Uferpromenade spazieren gegangen sind und Sie gegrüßt wurden und nicht Thomas Bernhard und der danach zu sehen, das habe ich mir... So rührende Eitelkeiten, es war in einem Restaurant. Nicht? Im Restaurant. Ich habe natürlich diese, zum Teil auch die Kellnerinnen waren wahrscheinlich zum Teil schon bei mir in der Praxis gewesen und die haben mich halt dann als den Ärzte, als den Doktor begrüßt. Nicht? Ich bin mit ihm zum Essen gegangen, nicht? Und er wurde einfach von diesem Personal dort, ja, wie ein Fremder mehr oder weniger. Und das hat ihn tatsächlich für einen Moment derart irritiert, dass er zu mir über den Tisch hinweg gemeint hat, das habe ich notwendig gehabt, dass ich dich hierher gebracht habe. Es sind mehrere Sachen da drin, das ist lustig. Nicht? Aber es zeigt halt seine Schwierigkeit mit der eigenen nahe Verwandtschaft. Nicht? Aber aber er war ungeniert. Normalerweise würde man es nicht sagen, oder? Nein, es ist einfach so aus ihm herausgekommen. So wie aus mir dann Sachen herausgekommen sind, wo ich mich im Nachhinein auch gefragt habe, wie konnte ich so etwas zu ihm sagen? Ne? In einem anderen Fall, wir saßen da in einem im Parkhotel, wo man dann wunderbar draußen beim Kaffee sitzen konnte, in einem sehr gepflegten Garten. Und ich habe tatsächlich zu ihm einmal in irgendeinem momentanen ärgerlichen Situation gemeint, ich brauche für mich gar keine Kunst. Nicht? Wenn ich meine Patienten einigermaßen zufriedenstellend betreue, bin ich für mich und wenn ich Glück habe, auch die Patienten mit mir zufrieden. Aber wie kann man zu ihm sowas sagen? Nicht? Ja, warum nicht? Sie können sich doch nicht... Na, er lebte nachher, Sie können sich nicht gleich
ergeben und eine Anbetungsposition zu ihm gehen. Nein, die Beziehung war wirklich eine äußerst, wie soll man sagen, für beide Seiten extrem anstrengend. Für mich als den Medikus, der ich ihm ja verbunden bleiben musste, ich konnte mich nicht so gehen lassen, nicht, weil er dann darauf bestanden hat, dass ich mich um ihn in dieser Situation, dieser unheilbaren Krankheit kümmere, nicht. Aber gleichzeitig war er mir natürlich mein schwierigster Patient, nicht, weil eine seiner Grundeigenschaften ja das grenzenlose Misstrauen war. Nicht? Dürfte ich Sie können das am besten ja beurteilen, wie über den Krankheitsverlauf von Bernhard, hat irgendwo gesagt, schon Ende 60er Jahre hätte festgestanden, dass seine Krankheit unheilbar ist. Ist das richtig? Ja, das ist diese. Es war zunächst einmal ja immer wieder von der Lunge her Kontrollen und nicht, weil er etwas Atembeschwerden hatte. Und eines Tages hat man dann gesehen, dass es da in der Lunge sich etwas abzuspielen beginnt und dass man dann nach der zweite oder dritte Aufenthalt, wo man dann gesagt hat, ja, das ist also doch diese Autoimmunerkrankung, die gefürchtete, die also nach drei Herrschaften aus verschiedenen Ländern benannt ist, also nach dem Herrn Buck, O.E. Böck geschrieben, aus dem Norden, Besnier aus Frankreich und Schaumann, einem Deutschen. Nicht? Und Böck, Besnier, Schaumann heißt diese Erkrankung, die jedes Organ betreffen kann und wie gesagt von dem eigenen Immunsystem verursacht ist, dass ein Organ dann plötzlich wie ein Fremdorgan zu attackieren beginnt. Und das war bei Thomas Bernhard die Lunge? Das war zunächst die Lunge und dann das Herz. Verstorben ist er nicht an der Lunge, sondern am Herz. Das war das große Problem, nicht mehr gehen zu können, nicht mehr schwere Kleidung tragen zu können. Nicht, also, dass er immer auch dann auf nicht mehr trinken können, richtig? Weil ja, weil man natürlich, um das Herz zu entlasten, musste man entwässern und das waren schwerste Nebenwirkungen, die er in den letzten Jahren, wo er massiv gelitten hat, durchstehen musste. Muskelkrämpfe, sehr schmerzhafte, nicht? Schlaflosigkeit, heftiges Durstgefühl. Und das heißt, 20 Jahre hat er gelebt im Bewusstsein, dass irgendwann mal, wann genau, ist unklar, das Ende kommen wird? Ja, die endgültige Diagnose war etwa 10 Jahre vor seinem Tod. Ja, das war in Wels dann festgestellt worden. Und diese dilative Kardiomyopathie, wie das auf medizinisch heißt, also eine Herzmuskelerweiterung auf 10 Jahre, auch das ist ein. Das ist ein fürchtlich langer Zeitraum, wobei es immer so Schwankungen gegeben hat. Es mussten dann mehr und mehr immer wieder Medikamente eingesetzt werden, um das Herz zu entlasten oder eben um diesen Immunprozess zu modulieren. Und das ist mit einem hormonellen Medikament, dem berühmten Cortison, möglich. Aber immer ein solches Medikament dann sich auf das, diesen Einflüssen von dem Medikament, auf das zu ertragen und das zu überstehen, bis sich der Körper einigermaßen damit arrangiert hat, das war dann schon immer, waren immer sehr kritische Phasen. Das lässt sich doch nur ertragen mit einer Form der Ironie, des Humors, würden Sie sagen, dass ein Teil seines Schreibens, das durchaus ja immer humoristisch ist oder übertreibend, sich daraus erklärt. Aber vor allem auch eines unbändigen Lebenswillens. Das kann nicht, ich, genau, sonst ja, wäre das und ja nicht. Da, dann auch diese, wie Sie meinen, Ironie, und das war, er konnte auch nur über die letzten Fragen der menschlichen Existenz sprechen, nicht? Also, indem er diese Fragen ironisiert hat. Gelitten hat er an sich selber, an seiner Persönlichkeit, an der Gesellschaft dann in der Folge, aber letztlich an dieser Krankheit. Das war also zu wissen, dass da keine Heilung gibt, nicht? Das war natürlich schon ein,
etwas, was das Thema Tod bei ihm und Krankheit also sehr in den Vordergrund gerückt hat. Ja. Schwer vorstellbar. Wie vermeidet es, dass man nicht in die Depression fällt? Indem man, Bernhard ist ja jemand, der auch ständig geredet hat. Also meine wenigen Begegnungen, ja. Da brauchte ich ja nichts sagen. Da war er ja immer, konnte ich mal einen Zwischenruf stellen und Zwischenfrage stellen, aber er hat geredet und geredet. Ist das, stimmt das? Ja, das Reden ist ja auch eine Selbsttherapie. Ne? Alleinunterhalter ist er mal bezeichnet. Depressiv war er zwischendurch schon auch. Er hat schwere Phasen gehabt, wo er sehr zu kämpfen hatte. Ne? Ja. Mein Suizid gefährdet war er sein Leben lang. Ne? Das habe ich schon immer auch gespürt. Ja. Ne? Nach dem Tod von Thomas Bernhard hat er ja noch weiter, nicht gequält, aber belastet. Er hat ein Testament formuliert, das gültig ist. Und das selbst für jemanden, der Jurist und Literat in einem wäre, schon eine Belastung ist. Kann man das sagen, dass einfach das Testament für Sie eine Herausforderung war, eine oder eher eine Belastung oder Ballast? War eine gewaltige Herausforderung. Es war ein Fanal. Es war als solches geschrieben. In einer tiefen Verletztheit und einem Wutanfall war dieses Testament geschrieben worden. Es war ein Fanal, nur es war von Beginn an klar, dass es in dieser Formulierung, wie es dort drin steht, wenn man es wörtlich nimmt, nicht durchführbar war. Ne? Ja. Dass man Thomas Bernhard in Österreich für 70 Jahre für die Vollzeit des Urheberrechts sperrt, nicht? Das ist allein schon auch dem Verleger nicht zumutbar, auch den künftigen Generationen, nicht? Es war ja von Beginn an so, dass Dr. Unzelt mit den Verlagsverträgen das Recht hatte, das Testamentslegat zu übergehen. Okay. Das Testament stand nicht über diesen Verlagsverträgen. Unzelt war natürlich Wirtschafter, Unternehmer, aber hat immerhin 10 Jahre. Hat er viel Geld verloren oder der Verlag gar keine Frage, auf Einnahmen verzichtet, weil 10 Jahre wurde er das Offenverbot von Theaterstücken von Thomas Bernhard untersagt. Also ich habe damals dann mich mit Dr. Unzelt darauf geeinigt, dass ich in Österreich eine Stiftung gründe, die den Bernhard, wenn er schon hier zurückkommt, dann im Land vertritt. Und der Stiftungsbeirat, der dann dazugehört, wo aus 12 Ländern jeweils Vertreter in der Stiftung waren, der wurde dann von mir gefragt, was Sie davon halten, wenn wir das doch akzeptieren. Was hätten wir anders machen können? Nicht? Akzeptieren, dass eben der Verleger sich darauf zurückzieht, auf die Verlagsverträge. Und da waren dann von den 12, waren 11 meiner Meinung, ist sinnlos, da großen Protest einzulegen. Und das ist hinzunehmen, weil eben das Testament so, wie es in dieser drastischen Formulierung, wie es dort steht, nicht durchführbar ist. Und es gab auch andere Teile des Testaments, die dann auch anders interpretiert wurden, einfach auch im Sinne des Autors selber. Nicht? Ich meine aber immer noch, dass das Testament auch mit dieser eigenen Interpretation durch mich, zusammen auch mit Ihnen, mit Ihrer Hilfe, nicht, dass ich da doch in der Welt von Thomas geblieben bin, nicht, die er sich also gewünscht hat. Nicht? Dass das irgendwie eine fördernde Wirkung auf die Akzeptanz von Bernhard hat, das ist sicher im kleinsten Teil richtig. Nicht? Im Grund wissen wir alle, dass also, die Kraft seines Werkes ist, die immer wieder in der ganzen Welt jemand dazu bringt, sich für Bernhard einzusetzen und seine Stücke aufzuführen. Also das Haus ist ein oberösterreichischer Vierseithof, der um 1300 herum von einem Frauenkloster in Traunkirchen zur Beschaffung der Naturalien
denn dort am See konnte man nichts anbauen, mit sehr einfachen Materialien gebaut worden ist. Das Haus wurde in einem Ruinenzustand übernommen. Es ist jahrelang leer gestanden, nicht? Die Böden waren verfault, es war also in einem grauenhaften Zustand. Aber diese mächtigen Mauern, diese Gewölbe, das hat ihm doch sehr zugesagt. Und es sollten eben 4, 5 solche Immobilien gezeigt werden, damals im Jänner im Jahr 65. Und er hat sich gleich für das Erste hat er gesagt, genau das will ich nicht. Sein Lebensmensch, wie er seine Begleiterin genannt hat damals, die 37 Jahre ältere Frau Hedwig Hofbauer, eine aus dem Wiener Großbürgertum, eine verwitwete Frau Stawianischek, mit der er mehr zufällig über die Heilstätten Aufenthalte, die sie auch gebraucht hat, dann Jahre später zusammengekommen ist und ihr Leben lang beisammen geblieben ist. Sie ist dann 5 Jahre vor ihm verstorben. Die war hier entsetzt und hat gesagt, das kann man unmöglich, da kannst du dich Jahrzehnte nur diesem Haus widmen und das ganze Geld hineinstecken. So war es ja dann auch, aber das hat ihn nicht gestört. Aber bei ihm haben dann in der Literatur Häuser eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ne? Das ist Bernhards Schlaf, Vorsicht, das war ursprünglich Dachboden. Ne? Schlafraum. Und dann hat er hier herein in den Dachboden einen eigenen geräumigen Schlafraum mit einer kleinen Küche und einem kleinen Badezimmer gemacht. Es ist hier wieder eiseskalt herinnen, aber da sehen Sie eine kleine begehbaren Kasten und einen so eine Wehrraum mit 2 Waschbecken natürlich, für eine Person, auch dieses mächtige Bett für eine Person. Also er hat das alles nicht für sich gemacht, sondern für die Fantasiefamilie, die hier dieses Haus bewohnt hat. Und wenn man dann als herrschaftlicher Meister hier in diesem Haus Personal gebraucht hat, dann hat man diese so eine Glocke in die Hand genommen. Nur ist da natürlich niemand gekommen. Nicht? Sie sehen hier zum Beispiel den Herrenluxus, nicht? Die Dunhill-Zigaretten. Bernhard war natürlich kein Raucher. Nicht? Sie finden, vielleicht vorhin haben Sie schon kurz gesehen, Reitutensilien. Er ist nie auf einem Pferd gesessen. Und es gibt überall ganze Batterien von hochprozentigen Alkoholikern. Er war überhaupt kein Tränker. Nicht? Er hat schlicht sein Bier, Wein oder ganz einfach gespritzten, wie das bei uns heißt, im Schorle nennen sie das, nicht? Im Sommer nicht getrunken. Aber in den Medien, das heißt bei den Nachrichten, liest man dann, Bernhard war eine der großen Säuferpersönlichkeiten neben Hemingway und so weiter, nicht? Weil derjenige mal hier war und dann das Herumstehen sah. Ne? Auch die Kästen sind voll mit solchen Sachen, die er von Duty Free, von seinen Reisen mitgebracht hat, weil ihm halt die Flasche gefallen hat. Dass ein Haus einen dann sehr vereinnahmt und umgekehrt man selber das Haus dann gestaltet, ne? Das ist ja praktisch am Ende dann sein eigenes Museum geworden, muss man sagen. Dass auch das wiedergibt, seine eigene Persönlichkeit. Er war ja kein normaler Mensch, wenn man das so locker sagt, sondern er musste Leben spüren durch die Reaktion des anderen. Ne? Also nicht, ein höflicher, normaler Umgang hat ihn wenig interessiert, beziehungsweise er hat dann auf so einer Blödelebene vielleicht mit endlos assoziieren und das dabei belassen. Aber wenn ihn wer interessiert hat, dann ist er eben kräftig immer wieder mehr auf die Füße gestiegen und er hat halt dann Au geschrien und dann hat er eine Reaktion ausgelöst. Er hat Leben gespürt von der anderen Seite. Ne? Das sind solche Sachen, die man ein Normalmenschen selten findet oder auch nie akzeptiert. Der kann ja, kommt ja damit sowas nicht durch. Ne? Aber ihm war es ein Lebensinhalt. Ne? Was bei Künstlern sicher immer ist, Aufmerksamkeit, nicht? Aber das war bei ihm alles schon in einem extremen Ausmaß und für die Umgebung schwer erträglich. Nun haben Sie ja nicht nur die Probleme mit der Verwaltung der Rechte gehabt, sondern Sie haben auch noch die 3 Häuser übernommen.
und Sie haben sie ausgebaut. Was war der Beweggrund? Fühlten sich verpflichtet, das zu machen, dem Bernhard gegenüber, der Umwelt gegenüber, vor sich? Wollen Sie Thomas Berner als Dichter durchsetzen? Wollten Sie, Sie haben ja zum Beispiel den Hof in Ohlsdorf adaptiert, da gibt es jetzt Möglichkeiten für 180 Leute Theatervorstellungen und Lesungen beizubringen. Was hat Sie da bewogen oder was nur, damit das lebt, muss ich da noch weiter bauen, weiter denken, weiter fuhrwerken, weiter werkeln? Ich habe mehr und mehr auch aus meinen eigenen Notizen über die Jahre Bemerkungen vom Bruder wiedergefunden, wo er gemeint hat, also dieses Haus in Natal, was diese Scheune betrifft, wo wir das jetzt zu einem Veranstaltungsraum ausgebaut haben, diese Scheune würde sich anbieten, dass man hier mal das ausbaut. Mhm. Nicht? Oder eben, er hat gemeint, da draußen könnte man ja das Archiv unterbringen, nicht? Was uns dann sehr schnell von der zuständigen Behörde mir so eine Idee ausgetrieben wurde, weil man gesagt hat, das ist alles in Holz und das hat der Papier, die Brandlast, das kann man unmöglich machen. Und so hat sich das alles nach und nach entwickelt. Er hat doch gelebt auf der Kruka. Oder ist das? Ja, da war er einige Wochen, glaube ich, schon, ja. Und ne, das hat der Bruder zugelassen auf dieser kleinen Alm am Grasberg, dass immer wieder jemand aus dem Burgtheater, ne, die, dann in aller Stille irgendetwas zu erarbeiten, nicht, dass die dort sein konnten, nicht? Damit war das auch belebt. Und ein ähnliches Beleben war meine Idee dann für dieses Haus in Obernatal bei Ohlsdorf. Nicht, weil diese Stille von diesem riesigen, dann zum Museum gewordenen, auch zu seinen Lebzeiten, nicht, wo er das selber drunter gelitten hat, das steht alles so herum und das ist alles also, wie in einem Totenhaus, nicht? Da bin ich mit meinen Philosophen und Schriftstellerkollegen alleine und das war für ihn auch fürchterlich zu ertragen. Sie waren ebenso unvorsichtig und haben gesagt, Sie hätten Ihre Notizen konsultiert ab und an. Ja, natürlich. Ja. Das muss natürlich zwangsläufig zur Frage führen, weil wann schreiben Sie Ihre Autobiografie? Es kann ja nicht angehen, dass von Germanisten, die keine Ahnung haben, da reden wir gar nicht über Biografien. Es kann auch nicht angehen, dass irgendwelche Leute, die gerade mal ich sagen können, sagen, ich war mit Bernhard in Portugal, ist da eine Autobiografie als Biografie von Thomas Berner zu erwarten? Ich muss dazu sagen, ich habe sie ja selber schon gar nicht und ich möchte sie eigentlich auch gar nicht. Weil also meine Rolle war ja eine sehr spezifische, die einfach mir zugewachsen ist und der Bruder so haben hat wollen dann. Nicht? Meine Frage nach Ihrer Biografie ging ja nicht, Sie können das auch nicht, auch von mir auch nicht so gedacht, dass Sie eine Biografie im Sinne und im Tonfall von Thomas Bernhard machen. Das war nie so gedacht, sondern... Wie soll man sagen, Berichterstattung über das, was Sie erlebt haben? Ja, da habe ich ja gewisse Aufzeichnungen gemacht, dann im, wie man das halt so macht, in meinem Computer. Nicht? Also das geht nicht verloren. Nicht? Da kann man jederzeit das dann einmal nachsehen. Das kann einmal jemand wo verwenden. Nicht? Aber eine Biografie über meine Person, also da kann man vielleicht später mal drauf mit entsprechendem Abstand dann auf den zurückblicken und sagen, der hat das also so oder so gemacht und das war etwa im Sinn von Bernhard oder auch weniger, nicht? Weil wir sind ja doch grundverschiedene Menschen gewesen und haben auch darunter natürlich zu leiden gehabt, nicht? Weil meine akademische Welt war eine vollkommen andere als seine, nicht?